Ja, das Känguru ist in der Lage zu springen, sehr ähnlich einem echten Känguru. Das echte Känguru wiederum ist ein ganz besonderer Sympathieträger und ein toller Demonstrator für Energieeffizienz. Denn das Känguru ist in der Lage, einen ganz großen Teil der Landeenergie in den nächsten Sprung mitzunehmen. Das macht es dadurch, dass es eine elastische Achillessehne hat. Und dort wird quasi diese kinetische Energie aus dem Vorgängerflugsprung, muss ich sagen, aufgenommen und kann dann für den nächsten Sprung weitergeführt werden. Und genau dieses Prinzip haben wir uns angeschaut und haben versucht, das nachzubauen und haben in unserem Exponat hier auch eine künstliche Sehne eingebaut. In Kombination mit pneumatischen Aktoren können wir diese Sehne eben vorspannen und genau im richtigen Moment starten wir dann den nächsten Sprung, bekommen die Energie dieser künstlichen Sehne und der pneumatischen Aktoren zurück, können dann einen schönen Sprung machen. Und wie wird das Ganze angetrieben? Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Energiespeicher, die wir hier haben. Zum einen für die pneumatischen Aktoren Hochdruckspeicher mit Druckluft, komprimierter Druckluft. Und zum zweiten haben wir auch elektrische Antriebe für die Hüfte und den Schwanz. Dafür gibt es Servomotoren und die benötigen natürlich Strom. Wir setzen dafür Lithium-Ionen-Akkus ein. Wir haben ein Gestenarmband und dieses Armband kann EMG-Signale erkennen, also Muskelspannungssignale und eben auch über eine Lagesensorik die Position im Raum. Und so können wir Gesten erkennen, die wir dann über Bluetooth an das Känguru senden. So weiß das Känguru, was wir von ihm wollen. Wir haben hier ein ganz neues, interessantes Fertigungsverfahren eingesetzt. Wir haben dieses sogenannte selektive Laser-Sintering-Verfahren im ersten Schritt eingesetzt, um diese komplexen Strukturen herzustellen und diese dann aber nachträglich mit Carbonfasern so verstärkt, dass wir eben die entsprechende Statik bei dem sehr geringen Gewicht und die Robustheit vor allem gewährleisten können. Das Kernelement letztlich ist diese Beinkinematik. Hier haben wir diese künstliche Achillessehne, eben ganz ähnlich dem Känguru, in Kombination aber hier mit diesem pneumatischen Muskel. Der spannt zum einen diese Sehne vor. Und wenn wir dann losspringen wollen, belüften wir hier eben die entsprechende Kammer und bekommen die Energie des Federelements plus die pneumatische Energie zurück. Dies wird immer sensorisch exakt überwacht. Dafür gibt es hier zum Beispiel Drucksensoren und auch hier eine Steuerung, eine feste Steuerung, mit der wir eben sehr präzise zu jeder Zeit wissen, wann schalten wir diese Ventile hier auf dieser Seite zum Beispiel, sodass die Luft dann sehr präzise kontrolliert durch diese blauen Schläuche in die Aktoren fließen kann. Zudem müssen wir natürlich die Beine immer in entsprechende Positionen bringen, ebenso wie diesen Schwanz. Dafür gibt es elektrische Antriebe, die man hier unten an diesen Hebeln sehen kann. Und auch diese müssen natürlich über entsprechende Controller und Elektronikplatinen angesteuert werden. Auch Sensorik ist etliches an Bord. Zum einen haben wir hier Gelenksensorik, sodass wir immer genau wissen, wie ist eigentlich die Position des Beines. Die Drucksensorik für die Pneumatik. Hier oben drin ist eine Lagesensorik, wo wir zu jeder Zeit genau wissen, wie steht das Känguru im Raum.